Die Ersten und die Letzten. Lukas Kapitel 13, Verse 29 und 30, Übersetzung Schlachter 2000. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. Die hochmütigen Pharisäer und Schriftgelehrten seiner Zeit erwarteten quasi ohne Sündenerkenntnis und ohne Buße, dass sie einmal in der Ewigkeit zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob zusammen im Himmel am Tisch sitzen werden. Und zwar darum, weil sie mit ihnen verwandt waren. Jesus hat sie aber nie gekannt. In Lukas Kapitel 13, Verse 25 bis 27 steht: Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Möglicherweise wird es diese Szene vor dem Thron Gottes öfters geben, vielleicht mehr als wir ahnen. Manche werden womöglich sagen, dass sie mit irgendeinem Papst verwandt waren oder aus einer frommen Familie stammen oder dass der Opa einmal Vorstand im Kirchenausschuss gewesen ist oder man sich selbst gar nicht für so einen erlösungsbedürftigen Menschen gehalten hat. Dieses biblische Prinzip, dass nicht das augenscheinlich auffällige und von außen viel beachtete und vielleicht bewunderte Bild eines Menschen vor Gott ebenso wertvoll und anerkennungswürdig ist wie bei manchen Menschen, das zeigt sich auch an anderen biblischen Begebenheiten. Das bedeutet letztlich das, was ich in einem Kommentar gelesen habe. Da heißt es: Von vielen, wie wir meinten, verdienstvollen Taten wird Jesus uns zeigen, dass sie nichts als Sünde waren. Von kleinen Taten, die wir vergessen haben, wird er uns zeigen, dass sie in ihm getan sind. Was die Pharisäer und Schriftgelehrten betraf, die meinten, sie hätten es verdient, in den Himmel zu kommen, diese Leute haben sich quasi nie bekehrt, haben Jesus nie als ihren Erlöser angenommen, hatten gedacht, sie können durch Gesetzeswerke gerecht werden, die sie auch nicht gehalten haben. Die werden einmal draußen sein und nicht am Tisch sitzen, das ist klar. Aber es geht bei dieser Sache, wo es um die Ersten und die Letzten geht, eben auch um andere Dinge, die letztlich Christen betrifft, die vielleicht manchmal mit der falschen Einstellung ihren Glauben leben und mit der falschen Gesinnung meinen, Gott begegnen zu können. Und hier werden wir auch in der Bibel an vielen Stellen ermahnt und belehrt, worauf es letztlich ankommt und worauf es letztlich nicht ankommen kann. Und darum geht es. In Matthäus 23,12 steht: Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Die Jünger stritten heimlich untereinander, wer von ihnen denn der Größte sei, sogar die Jünger. In Markus 9, 33 bis 35 steht: Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Auch hier sehen wir, worauf es letztlich ankommt, in der Beurteilung vor Gott, nicht zwangsläufig immer vor Menschen. Es geht um eine dienende und keine fordernde Einstellung. Jesus selbst sagte, dass er nicht in diese Welt gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen.
Matthäus 20, 28. Und dies hatte seinen Höhepunkt im Dienst für unsere Seele, die Jesus am Kreuz von Sünde, Tod und Teufel durch seinen Tod und seine Auferstehung befreite durch die Vergebung der Sünden. Die Letzten werden also solche sein, die zwar Glauben hatten, aber eher am eigenen Wohlergehen als am Wohlergehen anderer interessiert waren. Jemand, der sich lieber bedienen lassen wollte, als selbst dienstbar zu sein. Es mag ja nicht grundsätzlich verkehrt sein, zu fragen, was man denn von all seiner Mühe, wenn es so ist, haben wird. Keiner ist letztlich so selbstlos, außer Jesus, dass ihn das nicht auch irgendwie und irgendwo interessieren würde. Die Bibel lehrt ja auch, dass ein Arbeiter seines Lohnes wert ist. Lukas 10, 7, 1. Timotheus 5, 18. In Matthäus Kapitel 19, Verse 27 bis 30 lesen wir. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Wir sollten aber sicherlich auch keine falsche Demut aufsetzen, damit wir nicht in Gefahr geraten könnten, zu viel von uns selbst zu halten. Aber man kann sich auch vergraben, für talentfrei und für zu schwach halten und dann entsprechend eher untätig bleiben, weil man denkt, sowieso nichts auf die Reihe zu bekommen. Aber diese Einstellung kann auch falsch und verkehrt sein. Gott wird uns nie überfordern oder Dinge von uns verlangen oder erwarten, die wir nicht wirklich in seiner Kraft und in dem, was er uns an Möglichkeiten gab, tatsächlich tun könnten. Und da kommt es gewiss nicht darauf an, vor anderen stets zu glänzen oder etwas zu tun, was möglichst viele mitbekommen. Wenn das unsere Priorität wäre, würden wir ja den Pharisäern gleichen. In Matthäus Kapitel 6, Verse 1 bis 4 steht: Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Gott kann und will auch durch kleine Taten von kleinen Menschen, die Gott vertrauen, durchaus Großes tun. Und dabei geht es sicherlich nicht ausschließlich um Geldspenden. Auch der Dienst der Fürbitte, der Besuchsdienst, eine hilfreiche Hand, ein trostvolles Wort, eine Einladung und so weiter sind Dinge, die große Wellen schlagen können und zumindest bei Gott nicht vergessen oder übersehen werden. Manchmal denkt man sich vielleicht auch, dass etwas, was man selbst tun könnte, sicherlich auch einen anderen findet, der es dann macht. Am Ende kümmert sich dann meist niemand darum, weil alle so denken. Dann ärgert man sich hinterher möglicherweise und ist betrübt, weil man mutlos war, nicht einmal nachgefragt hat und einfach zu egoistisch war in dem Moment. Ich glaube, dass Gott uns manchmal in unserem Alltag in bestimmte Situationen hineinführt, um zu sehen, wie wir reagieren und ob wir die Gelegenheiten nutzen, etwas Gutes und Positives zu tun oder nicht. Was wir den geringsten unserer Glaubensgeschwister Gutes getan haben, haben wir letztlich Jesus getan. Matthäus 25, 40. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar Folgendes: Der zukünftige Lohn für alle Gläubigen ist das ewige Leben. Das bedeutet nicht, dass wir uns das ewige Leben verdienen können, indem wir alles verlassen und opfern.
Ewiges Leben ist ein Geschenk und kann weder verdient noch erworben werden. Der Gedanke hier ist, dass diejenigen, die alles verlassen, mit einer größeren Fähigkeit ausgestattet werden, das ewige Leben im Himmel zu genießen. Alle Gläubigen werden dieses Leben haben, aber nicht alle werden es in gleicher Weise genießen. Der Herr schloss seine Ausführungen mit einer Warnung vor einer berechnenden Haltung. Er sagte im Prinzip zu Petrus: Für alles, was du meinetwegen aufgibst, wirst du belohnt werden. Aber sei vorsichtig, dass du dich nicht durch selbstsüchtige Betrachtungen lenken lässt. In diesem Fall werden viele Erste, Letzte und Letzte Erste sein. Das wird nun durch ein Gleichnis im nächsten Kapitel näher beleuchtet. Diese Aussage könnte auch eine Warnung sein, dass es nicht reicht, einen guten Start auf dem Weg der Jüngerschaft zu erleben. Es kommt darauf an, wie wir ankommen. Soweit. Wir werden als neugeborene Gläubige, wenn wir im Himmel ankommen, ganz bestimmt nicht unzufrieden oder missmutig sein. Gottes Gnade und Liebe wird triumphieren. Selbst wenn jemand nur wie durchs Feuer hindurch gerettet wird, 1. Korinther 3, 15, wird er gerettet sein und selig sein. Auch wenn er kaum oder gar keinen Lohn empfangen wird vor dem Preisgerichtsthron von Jesus Christus, der uns beurteilen wird. Was Gott eines Tages bei uns vor dem Preisgerichtsthron beurteilen wird, ist die Frucht unserer Dankbarkeit und nicht die Werke unserer frommen Routine oder gar die Schätze unserer eigenen Ehre. 1. Korinther 3, 12 bis 15. Und schon gar nicht meine selbst erdachte Hinwendung zu Jesus Christus, denn das würde ja bedeuten, ich hätte mich selbst erwählt, obwohl ich dazu doch niemals fähig bin. Dankbarkeit macht demütig. Und wenn wir es ebenso sehen können, verstehen wir auch, warum Gott den Hochmütigen widersteht. 1. Petrus 5, 5. Ein hochmütiger Christ sammelt sich keine Schätze im Himmel. Dass wir uns überhaupt etwas Wertvolles für den Himmel ansammeln dürfen, ist ja auch nur Gnade. Verdient haben wir weder die Erlösung noch Lohn für irgendwelche Werke. Es ist Gottes große Güte, weil er uns damit als Erlöste auch motiviert, Gutes zu tun, in seinem Sinne zu handeln, obwohl wir doch von Grund auf böse waren. Charles Haddon Spurgeon schrieb einmal: Nicht ich kann Gnade anwenden, sondern die Gnade wird auf mich angewendet. Ein Anspruch auf Gnade besteht nicht, sonst würde es ja nicht Gnade heißen, sondern Rückvergütung. Gott segne euch.